Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Worms War mit mir, dem Skipion und den Ägyptern. Ja, im letzten Part ist ja hier bei der Schlacht abgekackt. Ich habe jetzt soweit das alles wieder hergestellt, sagen wir mal. Der hat ja kurz vor Rundenende nochmal gespeichert. Also die Stadt Damaskus haben wir genauso wie im letzten Part eingenommen. Und ja, wir gucken jetzt mal, ob wir, dass wir hier die Schlacht hier gewinnen. So, die Bogenschützen sollen hier mal aufräumen. Ja, das funktioniert sehr gut, vor allen Dingen, dass er uns zwischendurch den Rücken zugewendet hat. Wir müssen so ein bisschen auf die Kavallerie hier achten. Die auch jetzt nicht ganz genau, aber so ein bisschen in unsere Phalanx reinrennt. Aber unsere Bogenschützen bekommt. Und zwar ziemlich gut sogar, fuck. Aber er kriegt auf den Senkel, weil er sich hier verheddert. Ja, die arabische Kavallerie, auch eine gute Söldnereinheit hier drüben. Ja, okay, eine Einheit Bogenschützen verloren, kann ich, glaube ich, mitleben. Ah, da zieht er sich aber auch so eben zurück. Was ist denn hier los? Wollen die die jetzt haben oder nicht? Ich gehe da einfach mal mit den Streitwagen rein. Ah, die Bogenschützen sind zurückgekommen. Sehr gut. Dann machen wir mal hier ein bisschen schneller. Es sind nur Bauern. Dann schießen wir mal die hier weg. Vielleicht hätte ich mir auch eine Einheit arabische Bogenschützen holen sollen, arabische Kavallerie holen sollen. Gucken mal. Warte, was? Warum verliere ich da so viele? Wahrscheinlich, weil schießt er mir die alle weg. Muss ich ein bisschen aufpassen mit. Ja, er schießt mir die weg. So ein Arsch. Aber es läuft doch ganz gut, weil wir halt mehr Fernkampfwaffen haben. Die Mauern sind eingenommen. Der Feind ist bereit, die Stadt zu erobern. Ha, die Rebellen sind zäh. Okay, wir haben den General getötet. Der General ist tot. Nun werdet ihr sehen, wie mutig seine Soldaten sind. Ja, die fliehen, die kommen jetzt gleich wieder und fliehen dann nochmal, bis irgendwann alle Einheiten fliehen und dann haben wir es eigentlich. Okay, sehr schön. Verstehe nicht, warum er jetzt gerade abgekackt ist. So, jetzt haben wir Petra eingenommen, sehr schön. Können sogar hier Einheiten fortbilden und wir rekrutieren eine Einheit Bauern. Ortschaft wächst, Salem ist bestimmt, jawohl. Sehr schön, wenn wir da den Hafen haben, ist das super. Rekrutieren wir mal hier einen Bauern und dann... Wir brauchen auf jeden Fall Bogenschützen zur Verteidigung. Und Steinschleuderer. Und ein bisschen Kaff wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ach, hier unten in den Stadthalterpalast, ganz wichtig. Dann hätte ich ganz gerne hier oben jetzt die Wehrkaserne, ja. Du baust, hier wird auch überall gebaut. Damaskus kann auch ausgebaut werden.
Ja, wir lassen mal ein Familienmitglied zurück. Nee, du bist auch schon zu alt. Ja, du gehst noch. Müssen wir hier das Gefolge schön weiter vererben, sage ich mal. Ah, das wird eine schöne Schlacht. Ich habe 3 Einheiten Infanterie. Nee, 5. Ich schick ihn hier zurück. Er hat sich anscheinend die Söldner geholt. Das ist auch nicht viel. Ich muss hier eigentlich noch eine Einheit reinpacken. Nee, das geht nicht, schade. Auf jeden Fall einen Bauern brauche ich hier. Und wenn ich eine Nubi-Einheit... Ja, das passt. Okay, dann müssen wir nur warten, bis der Bauer fertig ist. Dann gibt es jetzt hier den Hafen. Der wird unser Einkommen um... Ja, gute 110. Aber wahrscheinlich noch mehr steigern. Das ist gut. So, sonst noch was? Nee, sonst haben wir alles. Nächste Runde. Eigentlich sollten die Seleukiden uns jetzt angreifen. Jo, ein Waffenstillstand? Jo, gib uns Geld. Jo, machen die sogar. Oh, ich will sie Antiochia von da oben angreifen. Weil dann gibt es halt eine Dingschlacht und das wäre ziemlich cool. Jetzt verhaspel ich mich hier in dieses Kleinvieh. Mann, eigentlich wollte ich da außen rum, aber es geht halt nicht, wenn eine Armee da hinten steht. Ja, dann vernichten wir die eben. So, wo sind sie? Da oben. Das sollte eigentlich nur mit den Bogenschützen gehen. Weil er keine hat, er hat nur Plänkler, ne? Ja. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier keine Verluste machen, deshalb mache ich das mit den Bogenschützen, damit wir hier am Anfang gut vorankommen. Und da wir halt so viele Fernkämpfer haben, wird das hier echt gut gehen. Schade, dass wir noch keine pharaonischen Bogenschützen haben. Wir schießen ihm seine Einheiten einfach so weg. Er bleibt nicht standhaft, sondern läuft davon. Lohnt es sich, ihn zu töten? Na komm, du bist doch auch gleich sicher weg. Der Feind flieht, jagt ihn vom Feld, schenkt ihm weder Ruhe noch Mitleid. Ja, gegen die Pfeilattacken kannst du auch nichts machen. Wir machen es uns ein bisschen einfacher. Wir umzingeln ihn noch, schießen von hinten. Nee, fortsetzen. Der Feind flieht, jagt ihn vom Feld, schenkt. Dankeschön. Keine Einheit verloren. Und keine Erfahrungsstufe gemacht. Schade. Oh, ich dachte, ich kann die Stadt schon belagern. Kleinstadt wächst. Alexandria auch. Ja, komm. Dann ziehen wir das vor. Der Rest baut schon. Horus, bitte. Und dann machen wir das so. Dann kann ich mit der Armee rausgehen? Ja, kann ich. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt Richtung Bosra. Holen uns hier die arabische Kavallerie. Wir haben ja gesehen, dass die gut ist. Hatte ich hier nicht noch ein Familienmitglied? Ah, habe ich wahrscheinlich schon hochgeschickt. Hier wird überall gebaut, das ist gut. Dann rekrutieren wir hier aber noch ein bisschen. Ist das Fernkampf? Ne, das ist Nahkampf. Okay, dann holen wir uns eine Nahkampfeinheit. Nächste Runde.
So, ich möchte halt hier die Flucht, die Dingschlacht haben. Wasser, Wasser, Wasser. Das sieht auch wieder so eine Kackschlacht. Aber egal, als Ägypten, ihr seht jetzt schon, wir verdienen genug, halt aufgrund des Nildeltas und was weiß ich nicht, was sie alles haben. Die ganzen Minen und so. Damit verdient man recht gut. Jetzt zeige ich das mir immer noch nicht an, okay? Rekrutieren wir mal noch einen Bogenschützen. Und hier zwei Steinschleuderer. Wie gesagt, so eine kleine Garnison will ich dann hier doch haben. Dann auch eine Schmiede direkt. Ein paar Streitwagen. Dann jetzt hier den... Oh, der Hafen. Ihr seht schon, 500 gleich hoch. So geil. Ja, hier die Kaserne. Wie gesagt, das hier sind wichtige Städte, die wir auf jeden Fall ausbauen sollten. Stimmt, du bist jetzt eine Stadt, ne? Ja, dann hätte ich ganz gerne hier auch die Bogenschützen. Wüstenachskämpfer brauche ich jetzt nicht so dringend, aber hier die Straßen, ganz wichtig. Wir bauen hier überall. Da wird belagert. Jo, läuft alles. Ah, da kommen nämlich jetzt schon die Parther. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Und da unten kommen die Numidier. Bauen wir die Minen. Habe ich jetzt hier eigentlich schon einen Spion? Ne, habe ich nicht. Rekrutieren wir nochmal einen Bogenschützen. Die Numidier. Warum müssen die jetzt schon kommen? Baubericht, Theben und Damaskus. Damaskus, Damaskus baut mir die Straßen. Rekrutieren wir hier oben eigentlich fleißig? Ich weiß gerade nicht. Kaff. Noch ein Streitwagen und ein paar Nilspellträger wären ganz cool. Es war so klar. So, wir befreien mal unsere Häfen. Ein Quicksave zwischendurch. Was hat er da? Nur Fernkämpfer, genau wie wir. Aber wir haben halt die besseren Fernkämpfer. Es war halt so klar, dass die Numidier es probieren werden. Wartet auf meine Befehle. Der Feind wird jetzt die Furcht kennenlernen. Verstärkungen sind eingetroffen. Eure Stärke nimmt zu. Ja, wir haben halt Bogenschützen. Wir haben halt die deutlich höhere Reichweite. Komm hier in meine Streitwagen rein. Sehr schön. Ja, das lief doch gut. Der General eurer Feinde flieht wie ein ängstliches Kind. Greift an und zerschlagt den Mut seiner Anhänger. So, die Bogenschützen können jetzt hier den Rest erledigen. Ja, wenn ich jetzt ein paar Steinschleuderer verliere, ist egal. Nee, nee, fortsetzen. Kill mir das bitte alles. Jagt ihn vom Feld, schenkt ihm weder Ruhe noch Mitleid. So, ich glaube, wir haben ihn gleich komplett. Jetzt läuft er noch in die Steinschleuderer rein. Ja, drei Einheiten Steinschleuderer verloren und ein bisschen bei der Kaffee ist okay. Jetzt ist die Frage, holen wir uns... Oh, wie hieß die Stadt doch mal? Da, die da war. Oh, ich weiß es nicht mehr. Egal, wir müssen jetzt hier wieder hoch. Ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß. Ich möchte da auf jeden Fall einen Spion haben. Wo kann ich denn nochmal Spione rekrutieren? Ausgerechnet in Sidon. Sidon, die Stadt, die ich eigentlich gerade brauche. Okay. Ja, dann machen wir mal Jerusalem auch noch zu so einer Stadt. Ja, hier, Ditte. Mächtiger General, vor
Jetzt hier Streitwagen. Ist ja halt cool, ne? Ja, komm, zwei Streitwagen bitte. Kann ich hier auf sehr hoch gehen? Ja. Jetzt kommt er hier oben an. Das ist. Das ist doch nicht sein Ernst. Baugericht Memphis, ja. Dann hätte ich ganz gerne in Memphis die Kavalleriestelle. Sidon. Ab wann kann man pharaonische Bogenschützen mal eben gucken? Oh, so früh schon. Das ist überraschend. Ich brauche hier mehr Einheiten. Ich habe hier bisher nur so eine kleine Armee. Ich möchte eigentlich nächste Runde gerne Palmyra belagern. Ach, kein Geld, schade. Nächste Runde. Nee, kein Waffenstillstand. Das war klar, dass ihr kommt. So, machen wir noch die Rebellenarmee fertig. Wir machen es wieder wie gerade, nur dass wir diesmal halt Kavallerie haben, die reinchargen kann. Die Götter lächeln euch heute zu. Der feindliche General ist tot und seine Männer haben den Mut verloren. Eigentlich sollte unsere Kavallerie gewinnen, weil wir halt in der Überzahl sind und halt. What? Okay, ich habe mich vertan, aber okay. Okay, es sind sowieso nur Söldner. Lieder werden auch weggeschossen, das ist sehr schön. Söldner kann man ruhig verlieren. Oh ja, ja, wir haben hier Erfahrungsstufen gemacht, das ist sehr gut. Nee, nee, Schlacht beenden. So, die Armee lassen wir dann. Was? Jetzt schon? Okay. Die Armee lassen wir dann auch hier drin soweit, bis auf die beiden Einheiten, die werden hier fortgebildet. Dann hätte ich ganz gerne hier einen... Warum kann ich hier keinen Turm bauen? Nur gen... Ich sag dazu nichts, warum ich da keinen Turm bauen konnte, ne? Ihr habt's gesehen, wieso. So, dann hätte ich ganz gerne hier unten noch einen Wachturm. Aber erstmal baue ich die Straßen, bevor ich das mache. So, ne, zieh mir die Rodung bitte vor. Danke. Ah, jetzt kommt er natürlich da mit einer Armee an. Okay, dann stellen wir uns hier hin und rekrutieren erstmal eine schöne, fette Armee. Ja, die braucht dann nur noch Fernkämpfer. Nicht nur Steinschlitterer, sondern auch Bogenschützen. Schaffst du die Schmiede in drei Runden? Sollte machbar sein, glaube ich.
Alexandria. Jetzt die Streitwagen, genau. Aber ich hätte gerne zwei Infanterietruppen. Oh, dann brauche ich hier die Straßen, bitte. Hier den Händler. Irgendwas sollte man immer bauen. Wo ist denn jetzt mein Schiff da? So, nächste Runde. Oh ja, die Pater werden uns den Krieg erklären. Können die nicht mit den Seleukiden im Krieg sein? Gucken wir mal eben in die... Die sind sogar verbündet mit den Armeniern. Jo, was geht bei euch ab? Und da erscheint eine Rebellenarmee. Na toll. Und da auch. Okay. Ich nehme die Söldner. Weil wir anders jetzt erstmal hier nicht die Stadt garnisonieren können. Mauern. Was baue ich hier? Auch die Stelle mal. Eigentlich sollte ich die Armee in Memphis sammeln, weil ich halt von Memphis ganz gut nach oben, nach Süden und Norden komme. Also hier baue ich sich erstmal Bauern. Ja, das ist gut so. Dann gucken wir mal. Wie sieht die Armee von ihm hier aus? Eigentlich ganz gut. Bis auf, dass da ein paar Fernkämpfer fehlen. Ein paar Bogenschützen wären super. So, nächste Runde gibt es hier eine große Schlacht. Was müssen wir noch Seeukigen vernichten, genau? Aber Leute, ich mache jetzt hier erstmal Pause, werde die Rebellen offscreen fertig machen, weil es scheinen ja nur 4 Bauern zu sein. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Haut rein. Ciao.